Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Am Wochenende, da wird uns deutlich kältere Luft aus Osten erreichen. Ja, der Winter schickt sozusagen nochmal einen Gruß. Und zwar wird am heutigen Freitag schon eine Luftmassengrenze aktiv sein, die quer über Deutschland liegt und eben diese kältere Luft von momentan noch milderer Luft im Süden und Südwesten trennt. Und an dieser Luftmassengrenze, da kommen dann auch in der Nacht zum Samstag schon ordentliche Schneemengen teilweise zusammen. Wir schauen uns hier ab, wie sich die an auf einer Karte, wie die Schneehöhe sich dann am Samstagmorgen, am Samstagvormittag darstellt. Und wir sehen besonders im östlichen Bereich dieser Luftmassengrenze, da können durchaus nach Osten hin 10, 15 cm Neuschnee zusammenkommen. Besonders in höheren Lagen, auch so in der Landesmitte. Also das heißt in den dortigen Mittelgebirgen, es sei erwähnt, Harz, Thüringer Wald, nordhessisches Bergland, durchaus eben über 20 cm Neuschnee, die da stellenweise möglich sind. Nach Westen hin Richtung Nordrhein-Westfalen auch durchaus eine Schneedecke möglich. Aber die meisten Modelle sehen hier doch eher etwas weniger Niederschlag. Das heißt hier nicht so die ganz großen Schneemengen, aber durchaus vielleicht eine weiße Überraschung auch am Samstagmorgen. Wie sich das genau darstellt, eine Luftmassengrenze birgt naturgemäß immer Unsicherheiten. Am besten nochmal die Karten mit den Schneehöhen, mit dem signifikanten Wetter auch verfolgen. Die werde ich hier oben auch verlinken. Also das heißt, es kann kurzfristig durchaus auch nochmal Änderungen geben. Kommen wir jetzt aber zum Samstag, da wird es zunächst im Bereich dieser Luftmassengrenze auch noch weitere leichte Schneefälle geben. Das verlagert sich dann immer weiter nach Süden auch. Das heißt hier anfangs auch noch Regen oder Schneeregen, dann zunehmend aber auch etwas Schnee, der hier fällt. Die ganz großen Mengen werden es nicht sein. Und im äußersten Südwesten ist es dann doch zumindest unterhalb von 800 Meter dann häufig anfangs auch noch der Regen. Richtung Norden hin, da stellt sich dann eben erstmal ein Streifen mit recht viel Sonnenschein ein, wo eben auch die Sonne durchkommt, es bleibt trocken. Aber an der Ostsee, da ziehen teilweise kräftige Schneeschauer mit dem Lake-Effekt auf. Und hier kann es eben dann auch durchaus eben kräftig mal schneien, Neuschnee geben. Und hier kommt auch noch der kräftige Ostwind dazu. Der wird in der gesamten Nordhälfte, wird es starken Ostwind, Nordostwind geben und besonders eben dann Schneeverwehungen auch an der Ostsee und mit diesen Schneeschauern. Und da können durchaus eben an den Küsten 80 oder 90 Kilometer pro Stunde auftreten. Richtung Binnenland werden es eher so 50 bis maximal 70 Kilometer pro Stunde sein. Da sei auch noch erwähnt, dass sich eben durch diesen Nordostwind dann an der Ostsee Sturmhochwasser einstellen wird. Umgekehrt an der Nordsee, dann durch den Ost-Nordostwind, wird sich Niedrigwasser einstellen. Ich habe noch diese Glättezeichen in der Mitte gemacht, da wo natürlich Schnee jetzt zusammenkommt, also wo dann ordentlich Neuschnee liegt am Samstagmorgen, da wird durch den starken Nordostwind dann durchaus eben zu Schneeverwehungen kommen. Das heißt, Straßen können durch den Neuschnee wieder zuwehen. Das betrifft vor allem eben die freien Lagen und auch höhere Lagen. Also hier aufgepasst eben vor diesen Schneeverwehungen, auch wenn eben jetzt von oben nicht mehr allzu viel nachkommen wird im Tagesverlauf. Wir sehen die Temperaturen in der großen Nordhälfte frostig, leicht über 0 Grad, vielleicht so Richtung Nordwesten mal am Nachmittag kurz, aber durch den Ostwind wird es sich einfach nur richtig eisig kalt anfühlen. Nach Süden hin zunächst mal noch Plusgrade, aber so Richtung Nachmittag und Abend auch hier langsam zurückgehende Temperaturen Richtung 0 Grad. Also hier kommt die Kälte dann im Nachmittags- und Abendverlauf auch an. Am Sonntag, kurz zusammengefasst, in der großen Nordhälfte eher ruhiges Wetter, trocken. Letzte Schneeschauer noch so Richtung dänische Grenze. Aber ansonsten eben doch recht viel Sonnenschein in einem großen Streifen in Norddeutschland, wo es dann auch trocken bleibt. Und weiter nach Süden hin nehmen die Wolken dann doch zu. Und vor allem in Süddeutschland, da schneit es auch immer mal wieder leicht. Besonders so in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg Richtung Alpen, aber auch so Schwäbische Alb, Schwarzwald, da kann es auch mal längere Zeit schneien, also dass hier dann auch mal Neuschnee zusammenkommt. Temperaturen dann in der Nordhälfte schon leicht im Plus tagsüber, aber durch den Ostwind, der allerdings deutlich nachlässt, immer noch recht frisch und nach Süden hin wird sich meistens Dauerfrost einstellen. In den Niederungen können wir auch hier da mal etwas über 0 Grad kommen. Zum Trend einfach hier den 10-Tage-Trend, den ich hier oben verlinken werde, jeden Ort nachschauen. Es wird in der kommenden Woche langsam milder, der große Frühlingsdurchbruch, aber wahrscheinlich zunächst noch nicht. Das war jetzt ein recht langes Wochenende. Wetter, bis zum nächsten Video und ciao.